Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Die Gilde 2, die Seeräuber der Hanse. Ich bin die Zockerbraut und wir befinden uns... Umsatzsteuer wurde geändert. Okay. Und wir befinden uns hier immer noch in London. Hier vor uns steht Nadja, unser Töchterchen. Und nein, stimmt gar nicht. Das war jetzt nicht das Töchterchen. Das war jetzt die Ehefrau von unserem Sohnemann. Und wir möchten heute versuchen zu schaffen, endlich mal Tuli-Tun wegen der Bestmaske und so, ne? Ja, okay. Mal schauen, ob wir es zusammenbringen. Wir haben uns jetzt eine Tinkturei gebaut und möchten die dann in eine Parfümerie ausbauen. Weil ich glaube, hier geht es noch nicht, dass wir ein Parfüm uns machen können. Leider. Wir haben 1771 Goldmünzen, ist auch ein bisschen wenig. Dann würde ich sagen, wir stellen hier ein paar Leute ein, ne? Und springen mal den Betrieb hier auf Vordermann. Zwei Leute sind hier. Holla, die sammeln da brav Sachen. Lavendel, da haben wir mehr als genug jetzt. Also wir können die schon mal herstellen. Ja, gut. Dann würde ich sagen, wir erweitern einmal unser Gebäude. Und zwar, die Lagermenge erhöhen wir mal, selbstverständlich auch den Lagerplatz. Gut. Was können wir schon? Den Mörser. Also falls ich hin und wieder husten muss, tut mir leid, ich habe ein bisschen Halsweh. Es kratzt gerade ein bisschen. Mit einem Mörser können eure Angestellten gesammelte Ingredienzien zur Weiterverarbeitung kleinstoßen. Und erinnert sich wieder die Jahreszeit. Auswirkung: Ihr könnt jetzt die Maßnahme Rohstoffe sammeln, abbauen, benutzen. Jawohl. Gesundheit. Winter 1464. So. Ja, beim Kopf habe ich glaube ich auch was. Und wir sind im Minus. Hurra! Lavendel wird zum einen als Heilpflanze gepriesen, zum anderen aber auch gerne als Beigabe zu wohligen Tüften verwendet. Dann haben wir hier die Brombeere. Lecker. Brombeeren wachsen an einem bis zu 2 Schritt hohen Dornen bewährt. In einem Kontor könnt ihr Rohstoffe günstig einkaufen. Okay, nochmal von vorn. Brombeeren wachsen an einem bis zu 2 Schritt hohen, dornenbewehrten Strauch. Die Früchte werden vor allem zur Behandlung von leichten Krankheiten und Entzündungen verwendet. Wenn man die Wurzel der Brombeere aber abkocht, erhält man einen berauschend wirkenden Sud, der gerne in Düften verwendet wird. Okay. Mondblume. In alter heidnischer Zeit. Nochmal. Entschuldigung. In alter heidnischer Zeit weihte man der Nachtgöttin eine Pflanze, deren Extrakt den Menschen berauschende, heilbringende Träume schenken kann. Kundige Alchemisten aber kennen Mittel und Wege, die Mondblume noch für ganz andere Dinge einzusetzen. So hat das Extrakt dieses Gewächses Eingang in die Mixtur von Sprengstoffen gefunden. Ach du liebe Zeit. Es ist dann wahrscheinlich, wenn die Göttin zornig war, dann hat es halt mal gescheppert. So, Kräutertee. Lecker. Kräutertee sollte zu sich nehmen, wer nicht von einer Krankheit befallen werden möchte. Das ist auch nicht schlecht. Nicht schlecht. Dann, was können wir noch, sofern wir das nötige Geld haben? Säurefalle. Dieses mit Säure gefüllte Fass ist mit einer Kippvorrichtung unter der Decke befestigt und mit einer Zugleine zu einer Trittplatte vor der Tür verbunden. Wenn des Nachts also unangemeldeter Besuch in euer Labor eindringt,
Nun ja, dann müsst ihr am nächsten Tag den Boden schrubben. Ach ja, vergesst nicht, den Sicherungshebel einrasten zu lassen, wenn eure Adepten zur Arbeit kommen. Einbruchschutz plus 25 Prozentpunkte. Kreativ! Einmal nicht nur Gitterstäbe, ne? Und da drüben haben wir noch die Ölpresse. Mit einer Ölpresse können eure Adepten für die wertvollen Säfte aus Kräutern pressen, was sie ohne diese Apparatur in mühevoller und zeitraubender Handarbeit machen müssen. Auswirkung: Die Produktivität eures Betriebes erhöht sich um 25 Prozentpunkte. Nice! Gut, wir werden jetzt aber hier mal unsere Angestellten mal dazu auffordern, Tee zu kochen, würde ich mal sagen. Ja. Tietmar ist eh im Krankenhaus beschäftigt, dann werden wir jetzt nicht, ja, einstellen zum Helfen. Gut. Ja. Ich habe ein bisschen was vergessen, es ist schon lange her, dass ich die letzte Aufnahme gemacht habe. Stammbaum. Charakter ist besser. Sie ist eine Gelehrte. Streng gesehen könnte sie ja auch mal da was übernehmen. Hier ein Plus und da ein Plus. Moment, schauen wir gleich alle durch. Frauchen, was kann Frauchen noch lernen? Feilschen. Nun? Und unser Tietmar, der schon 60 Jahre alt ist. Geheimwissen haben wir letztes Mal gesagt, oder einige Male davor, sind wir ja schon fertig. Mehr als 7 brauchen wir für diese Mission hier nicht. Somit können wir uns auf andere Sachen spezialisieren. Geschicklichkeit, jo, warum nicht? So. Wie schaut es denn im Krankenhaus aus? Im Krankenhaus ist gut gesagt. Wir haben ja schon ein Hospital. Und zwar, wir haben ja schon alles zusammen. Uns fehlt ja wirklich nur mehr die Parfümflasche. Dann sind wir schon komplett. Und ich sehe gerade, uns fehlt auch wieder Fett. Ich hasse es. Lavendel haben wir noch genug. Kräuter haben wir auch genug. Schmerzmittel haben wir genug. Genug, genug, genug. Verbände haben wir mehr als genug. Fein. Ist gut. Schulzeugnis. Herzlichen Hoppla. Glückwunsch. Eines eurer Kinder hat die Schule erfolgreich abgeschlossen. Ihr könnt es von nun an in einem fremden Betrieb in die Lehre geben. Sehr gut. Schulzeugnis. Im Namen des Direktoriums sei mit diesem Zeugnis bestätigt, dass Lili Wiegbald die Schule von London besucht hat und von selbiger in allen Ehren und mit vollstem Erfolge abgegangen ist. Nur selten geht Lili die Buste aus, zumindest nicht bei körperlicher Anstrengung. Erwähnenswert ist zudem das hohe Maß an Geschicklichkeit von Lili. Möget ihr einen rechtschaffenen Beruf erlernen und als ehrbarer Bürger unsere Gemeinde bereichern. Gezeichnet der Schulmeister London im Winter 1464. Sehr cool. Edinburgh bietet Rohstoffe an. In Edinburgh ist ein Überfluss an 10 Gold aufgetreten. Super, was für ein Überfluss. Weshalb diese nun günstigen im Kontorfeil geboten werden. Das Angebot steht noch für 22 Stunden. Okay. Die Umsatzsteuer wurde geändert. Schultheiß Mate Amundson hat heuer die Umsatzsteuer in Bergen auf 20% festgelegt. Okay, wie schaut es hier drinnen aus? Jetzt können wir ja mittlerweile alle behandeln. Jetzt müsste mal was weitergehen. Ich hoffe, dass wir in diesem Bad schon die Bestmaske fertig kriegen, weil ich fürchte nicht, bei uns geht ja das Geld aus. Ego sum, qui sum. Na, hoffentlich stirbt er nicht Ardua weg. Prima via est. Falls was in die Hose gehen sollte. Achso, es ist schon der nächste Tag, dann kann es gleich da bleiben. dann würde ich sagen, liebes Kläuschen. Na, nicht so. Halt, Entschuldigung. Bonus auszahlen. Er geht noch nicht, ist noch nicht
Betrieb, ne? Noch ein bisschen warten, sei nicht so ungeduldig. Oh, da ist schon ein Patient. In vino veritas. Na dann, Ardua medizinische prima Behandlung. Bam. So, da, Gebäudeübersicht. In vino veritas. Besitzer festlegen. Cogito ergo sum. Ich glaube, ich bin krank. Seht doch bitte einmal nach. Errare humanum est. Cogito ergo sum. Okay, das geht nicht, dass wir alles Besitzer. Naja, ist auch wurscht. Hey, wie sind wir denn bloß? Eine Dynastie trauert. Wup, wup. So, wie schaut es mit unserem D aus? Jawohl, die ersten drei sind schon fertig. Eine Dynastie trauert. Mate Amundson, also Dynastie Amundson ist teuer gestorben. Moment, die hat doch gerade vorher noch, man, die letzte Amtshandlung, ne? Amtshandlung. War noch die Umsatzsteuer zu verändern. Ach je. Tun wir mal den D hier hin, dass wir was zum Verkauf anbieten können. Und hier, wie schaut es hier mit der Seife aus? Meh. Meh. Dann würde ich vorschlagen, dass da jemand mal ein bisschen Seife macht, ne? Ich würde sagen, du und du. Es wird geschehen. Das ist schön. Das höre ich gern. Es wird geschehen. Muha. Und du gehst wieder Lavendel sammeln ein bisschen, bitte. Wobei, ich könnte das Fett eintauschen und die Salbe tun wir dahin. Für die so besser. Wobei, es ist ja wurscht eigentlich, ne? So. So schön langsam kommt wieder Geld in die ins Rollen. Also, bei uns. Sehr gut. Gebäudestufen. Auf jeden Fall die Parfümerie. Damit wir das Parfüm dann herstellen können. Oh, die Produktion wurde unterbrochen. Ach nee, 1000 brauchen wir nur. Verdammt, das wäre sich ausgegangen. In eurem Betrieb, Hospital, das Heilmittel, sind die Rohstoffe für Schmerzmittel ausgegangen. Ach du, ach ja, dafür brauchte ich ja das Fett, ne? Ich nabbel. Meine Güte, wenn man ein paar Tage nicht spielt, ist schon wieder alles. Ach du liebe Zeit, dann tauschen wir das ein gegen das. Nein, das brauche ich auch. Dann tauschen wir doch das aus gegen das. Ja, besser. Ja, mit mir geht's den Bach runter. Ja. Das ist, ja. Das ist natürlich. So, du noch hilfst noch Seife machen, bitte. Das läuft dann, glaube ich. So, wie schaut's hier aus? Nachschub an D. Bitteschön. Ich schaff's in diesem Part wieder nicht, ne? Es ist fürchterlich. Ein bisschen Zeit vorspulen, ne? Ich versuche noch ein bisschen was rauszuschinden. Zumindest einmal Tag, einmal Nacht. Ich hoffe, da kommt genug Geld zusammen. Ich könnte eine noch Quacksalbern schicken oder. Euer Kind kann eine Lehre beginnen. Langsam. Die Rechtsprechung wurde geändert. Okay, langsam, langsam. Dann würde ich sagen, Töchterchen. Jetzt muss ich gerade nachschauen. Wir haben jetzt nur ein Töchterchen, ja. Lililein, Lilimaus. Du machst jetzt bitte eine Lehre. Als Krankenschwester. Ich habe keine Lust dazu. Ach, komm schon. Ach ja, natürlich, mir fehlt das Geld. Ich nappel. Alter, ich werde echt alt. Ich habe doch nur Halsweh und keine Hirn... Keine Ahnung was. Krankheit. Ja. So. Nächster Patient, bitte. Das ist schön, dass wir unsere Leute endlich behandeln können. Ich fühle mich, habe mich da immer schlecht gefühlt, wenn man die kranken Leute wegschicken musste. Einmal ist hier einer quasi im Spital gestorben. Ja. Das war wie ihr traurig. Meint.
Ja, ich meine das so. Bitte hol Lavendel. Der tut brav Tee kochen. Wir haben schon ein Stück verkauft. Das ist schön. Gleich haben wir genug Goldmünzen, damit wir Lilly da in eine Lehre schicken können. Wobei ich schon überlegen bin, das Geld lieber für die Tinkturei aufzubehalten. Ja, ist glaube ich besser. So, Kunden, Patienten. Die Umsatzsteuer wurde geändert. Kann man, das wäre toll gewesen, wenn man da irgendwie so künstlich ein paar Bazillen irgendwo in der Stadt verstreut. Für die Anregung der Kunden, ne? Die Umsatzsteuer wurde geändert. Landesherr Joseph Altsberger hat heuer die Umsatzsteuer in Hamburg auf 15% festgelegt. Die Rechtsprechung wurde geändert. Schlichterin Oda Sakotson hat heuer entschieden, dass die Härte der Rechtsprechung in Bergen fortan human sein solle. Euer Gesundheit. Euer Kind kann eine Lehre beginnen. Euer Kind Lilly Wiegbald ist nun alt genug, um eine Lehre zu beginnen. Das Lehrgeld würde 1000 Goldmünzen betragen. Ja, na komm her. Was hast du denn, armes Frauchen? Na? Mir geht es nicht gut. Könnt ihr mir helfen? Wir werden unser Bestes geben. Ich schaue es mir mal an. Das scheint eine Erkältung zu sein. Keine große Sache. Endlich spricht er mal freundlich mit den Leuten. Ich glaube, jetzt ist auch ein bisschen entspannter, weil wir wirklich für alle Krankheiten was auf Lager haben. Jetzt kann er ein guter Arzt sein. So wie er es schon immer haben wollte. So. Die kochen. Ja, die nächsten drei sind gleich fertig. So. Vorspulen, natürlich. Was trödel ich denn schon wieder? Gib Vollgas. Tralala, tralala, tralalala. Eine Dynastie trauert. Schon wieder wer gestorben. Wen haben wir denn hier? Thomas Ermantraut aus der Dynastie Ermantraut ist heuer gestorben. Ja, die können eh verrecken, das passt schon. Wisst ihr noch, das waren diese Vollpfosten in Danzig, die unserem unserem Klaus damals, das Leben schwer gemacht haben. Nicht nur in der Politik, sondern auch, weil sie mit uns befeindet waren. So. Ja, das ist auch eben lange kein Grund, dass man hier jetzt nicht Vollgas gibt. Oh, 1000, langsam. Das schaffen wir noch. So, Gebäudestufen. Zur Parfümerie. So, ich spule schnell vor, damit in dem Bad wenigstens irgendwas passiert. Katsching, 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 katsching. Da kommen die Goldmünzen, tralalala. Die Produktion wurde unterbrochen. Ach, Menno. Warum? Ach so, das Schmerzmittel, ne? Seifen? Was? Wie? Wo? Warum? Wegen? Lavendel. Okay. Dann gehst du bitte Lavendel sammeln. Du gehst so Wunderkur machen. Dann hat sie noch genug für Seife. Das war deutsch jetzt, ey. Das war jetzt so deutsch. Naja, so viel Seife brauche ich jetzt auch nicht. Wo ist denn eigentlich unser Kahn? Dieser Karren? Wo ist unser Kahn? Ein Gebäude wurde aufgewertet. Habe ich den vergessen? Tatsächlich. Ist der leer? Ah ja, da wollte ich noch... Entschuldigung, meine Güte. Ja, ich vergesse echt viel. Da wollte ich ja noch ein bisschen Fett mitbringen, ne? Oh, die haben selber nichts mehr. Ja, wegen die zwei, da brauche ich jetzt auch nichts mehr. Na dann, verheim. Komm her da. Ach, jetzt reg dich nicht auf. Oh, und unser Gebäude ist natürlich fertig. Huch, so. Schaut gar nicht mal so schlecht aus, hm?
hübsches Häuschen. In sehr einem schön. Kontor ist das vergünstigte Warenangebot erloschen. Euer Gebäude Parfümerie, lächerliche Laborräume, wurde erfolgreich aufgewertet. Angebot erloschen. Am Kontor von Edinburgh ist das Angebot für Gold ausgelaufen. Ja, das haben wir. Oh, jetzt bin ich eins zu weit gegangen. Wurscht. Gebäude erweitern. Wir nehmen wieder mal die wichtigsten Sachen, die Lagermenge. Was, man kann keinen neuen Angestellten einstellen? Was sind das für Mist? Eine Ortschaft hat sich fortentwickelt und neue Stadtrechte hinzugewonnen. Bäh. Aber da, einmal geht's. Natürlich, Arbeiter einstellen. Oh, nochmal. Habe ich das vergessen, ne? Das ist typisch meine Handschrift, ne? Lagerplatz erhöhen wir auch einmal. Gut, jetzt bin ich wieder pleite. Bekanntmachung. Hiermit sei allseits verkündet, dass sich Kleinstadt London durch die harte Arbeit der Bürger ganz wunderbar entwickelt hat. Aus diesem Grund verleihen wir in unserer unendlichen Weitsicht um das Wohl des Landes bemüht, London für dahin erweiterte Stadtrechte. Der benannte Ort darf sich nunmehr Stadt nennen. Mögen die guten Bürger den Reichtum unseres Landes mehren. Gezeichnet der Kaiser. Dingeldongel, das sind die Glocken für den Abschluss unseres Parts heute wieder. Hippipura, wir haben es geschafft. Wieder eine Folge überstanden. Die Umsatzsteuer wurde geändert. Ja, ja, schon gut. In einem Frühling. Kontor wird Kriegsmaterial zu günstigen Preisen angeboten. Ja, das schauen wir uns nächstes Mal an. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut, und wir sehen und hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!